Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich so ein bisschen meine Pflegeroutine für dich. Werde ich gleich abfilmen quasi, also erstmal die Morgenroutine und nachher seht ihr dann auch meine Abendroutine. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy hat gerade ein Leckerli bekommen, denn normalerweise ist es so, wenn ich morgens halt aufwache, dann bekommt Sammy sein Frühstück in seinen Napf und ich putze mir die Zähne, das habe ich auch schon gemacht. Haare habe ich jetzt auch schon gekämmt und ja, habe mir halbwegs was angezogen. Normalerweise habe ich eigentlich noch meinen Bademantel an, damit halt meine Kleidung, die ich dann ja schon angezogen habe, nicht dreckig wird. Also das ist so ein kleiner Pro, weil wenn ich mir meine Zähne putze und wenn ich mich wasche und so weiter, geht öfters mal was daneben. Was ich auch noch gemacht habe und auch gerne mache, ist, dass ich mir einen Kaffee koche. Das hier ist jetzt die Tasse, die ich aus dem Pelletier Verlag Shop gekauft habe, also von Danny Pelletier. In dem Sinne sage ich Kaffee, Prost Kaffee an Danny und liebe Grüße gehen raus. Schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch die Produkte, die ich verwende. Und auch hier ne, den Shop von Danny unten in der Infobox mal, dann könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Der Kaffee ist auch schon mittlerweile relativ kalt, weil ich erstmal alles hier hingeholt habe. Na gut, als allererstes habe ich mich hier hingeholt, etwas zur Gesichtsreinigung. Da habe ich hier mir eine Schale mit Wasser geholt, weil ich in der My Little Box war das, glaube ich, so einen Cognac-Schwamm drin hatte. Und da ist jetzt kein zusätzliches Produkt mit dabei oder so. Der ist so in der Muschelform. Das ist ganz angenehm. Und damit gehe ich einfach ohne weiteres Produkt einmal über mein Gesicht, um einfach die ganze Geschichte, die sich in der Nacht gebildet hat, abzuwaschen. Denn ich dusche nicht morgens, sondern abends, einfach weil ich das angenehmer finde für mich und weil ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen kann, als wenn ich das morgens noch müsste vor der Arbeit. Dann müsste ich um 5 Uhr aufstehen oder so und da hätte ich gar keine Lust drauf. Deswegen bin ich ein Abendduscher. Und ja, bei diesem Cognac-Schwamm ist halt das Gute, dass es ein natürliches Produkt ist. Da ist auch irgendwie was mit Aloe Vera mit drin, stand da glaube ich mit bei. Also auch ein Stück weit pflegend. Und das kommt vom Cognac-Baum aus der Cognac-Wurzel. Und die gibt es ja in verschiedenen Formen und Farben und Preiskategorien, um das mal so zu sagen. Und ja, ich habe halt gelernt, dass es für mich angenehmer ist, wenn ich morgens mein Gesicht reinige, ohne noch zusätzlich Reinigungsprodukt aufzugeben, sondern einfach entweder mit sowas oder mit einem Waschlappen, mit einem Waschi oder sonst irgendwas. Das ist einfach für meine Haut nicht so reizend. Man sollte das nicht allzu doll über die Haut reiben, wenn man sensible Haut hat, so wie ich. Einfach so ganz entspannt einmal drüber fahren und dann so oft, bis man sich halt frisch fühlt, ne? Und ja, eigentlich trocknet das schon direkt auf meinem Gesicht, aber ich habe immer so ein Handtuch, was ich nur für mein Gesicht habe. Und dann tupfe ich mein Gesicht einfach nochmal trocken. Nicht reiben, rubbeln oder sonst was. Und solche Handtücher halt alle paar Tage wirklich mal auswechseln. Und es ist auch wirklich wichtig, Handtücher nur fürs Gesicht zu nehmen, weil es einfach von dieser ganzen Bakteriengeschichte immer etwas hygienischer ist. Ne, das habe ich auch lernen müssen. Und seitdem ich halt meine Routine so mache, wie ich sie mache, tut es meiner Haut sehr gut. Und weil ich aktuell eine sehr gute Routine für mich gefunden habe, habe ich mir auch gedacht, dass es diesmal Sinn machen würde, hier auch ein Video drüber zu drehen. Es hat ein bisschen gedauert, aber das ist jetzt so meine perfekte Sommerpflegeroutine. Als nächstes verwende ich etwas, damit die Haut so ein bisschen darauf vorbereitet wird, dass noch weitere Pflege kommt. Man kann dann einen Toner nehmen oder ein Gesichtswasser. Ich verwende super gerne das Rosens Rosenwasser. Das ist so mein heiliger Gral. Das macht meine Haut einfach wundervoll. Bekommt ihr bei Amazon. Ihr bekommt es auch in der Drogerie ganz normal zu kaufen. Ich weiß auch, dass es so ähnlich, ach so, gebe ich mir in ein wiederverwendbares Wattepad, ne? Die gibt es auch in anderer Form, sag ich mal, beim Action. Da habe ich auch noch eins bei mir liegen. Das wollte ich auch mal ausprobieren, ob das vergleichbar ist. Das mache ich im Prinzip, wenn das hier leer ist, werde ich das, also das von Action mal im Vergleich dazu nehmen. Und das tupfe ich mir jetzt einfach ganz vorsichtig über mein Gesicht. Und das hat mir letztens, das fand ich, ich bin ja Kooperationspartner von der Firma Dalton, da kommen wir auch gleich zu, da habe ich auch das ein oder andere Produkt hier mit dabei. Die haben mir so eine ganz witzige PDF geschickt, sage ich mal, wo die erklärt haben, warum ein Toner so wichtig für das Gesicht ist. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Wasserrutsche. Wenn du im Schwimmbad bei einer Wasserrutsche runterrutscht, dann flutscht alles, was
flutschst du quasi viel besser durch die Rutsche durch, wenn die Rutsche vorher nass ist und nicht, wenn sie trocken ist. Ist auch super angenehmer für den Hintern, um das mal so zu sagen, wenn man dann da drüber rutscht. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich einen Toner aufzugeben. Die Haut kann jetzt schon mal so ein bisschen nach der Reinigung ihre Feuchtigkeitsdepots wieder auffrischen. Der pH-Wert wird ausgeglichen und so weiter. Und dann ist es einfach deutlich angenehmer, nachher auch die cremigen Texturen aufzutragen. Sie können sich auch besser mit der Haut vertragen und es fühlt sich angenehmer an. Das stimmt tatsächlich. Und sie können auch besser eingearbeitet werden. So, dann habe ich jetzt einmal meinen Toner auf dem Gesicht und auf dem Hals eingetupft. Dekolleté habe ich jetzt, ja gut, man kann das auch nochmal so machen, ne? Je nachdem, welchen Ausschnitt ich trage, gehe ich dann höher oder tiefer. Das ist bei mir tatsächlich auch immer so. Zwischendurch immer mal wieder einen Schluck Kaffee trinken, weil es ist einfach super wichtig, wach zu bleiben und nicht wieder einzuschlafen, während man sich pflegt. Denn so eine Pflegeroutine am Morgen ist so ein bisschen, es ist wie so ein kleiner Mini-Spa, ne, den man sich vorher gibt. Und das ja, ist natürlich auch noch ein bisschen so routiniert und dann pennt man halt weg. Aber gut, normalerweise dauert das auch bei mir so, 5 bis 10 Minuten, dann habe ich alles soweit fertig, was die Reinigung und Pflege angeht. Da quatsche ich ja nicht dabei. Letztens hatte ich in einer Box einen Moisturizer mit dabei oder einen Gel Hydrator von Kronos. Und den habe ich jetzt aktuell auch in Anwendung, morgens und abends, direkt nach dem Toner. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich bin ja einfach so ein Fan von neue Produkte ausprobieren. Und deswegen kommt das jetzt auch mit drauf. Und bei den Produkten arbeitet man sich ja immer so von Konsistenz zu Konsistenz vor. Ne? So gibt man die meistens ins Gesicht. Das hier ist sehr, ja, gelig von der Konsistenz her. Und deswegen gebe ich mir das auch vor meinem Serum und vor meiner normalen Gesichtscreme auf. Das ist einfach nur so ein bisschen und arbeite das vorsichtig in mein Gesicht ein. Das gibt meiner trockenen Haut halt auch nochmal einen extra Feuchtigkeitskick. Das, was sie auch wirklich immer wieder braucht, ne? Also die braucht Pflege, die braucht Liebe. Der Hals kriegt jetzt auch nochmal ein extra Portionchen Pflege. Die duftet relativ frisch. Ich weiß gar nicht, in welcher, war die in der Brigitte oder Barbara Box oder so mit drin? Weiß ich gerade nicht, aus dem Stegreif. Und ja, aber das ist sehr angenehm. Das ist so ein Moisturizer und einen Moisturizer gibst du dir dann quasi so auf, entweder vor oder nach dem Serum, wie man halt so lustig ist. Und mir gefällt das Pöttchen auch. Das ist ganz schön gemacht. Mag ich gerne leiden. Natura, keine Ahnung, All Skin Types, steht hier alle mal drauf, ne? Finde ich ganz nice. Dann zwischendurch gebe ich mir auch mal ein bisschen Deo auf, das war auch in meiner Box mit dabei. 8x4 Nummer 4, Vibrant Flower. Ja, ne? Das schützt mich ehrlich gesagt ganz gut. Also da, ja, bin ich gut mit zufrieden. Und deswegen trage ich das auch ganz gerne. So. Also ich würde mal sagen, dass mich das, ich bewege mich jetzt ja nicht so super viel in meinem Tag, ne? Ich habe viel Bildschirmarbeit und so. Aber ich würde mal sagen, so bis mittags, so 4, 5 Stunden, schützt mich das schon ganz gut, ja. Doch, definitiv. Und deswegen, also da bin ich ganz, also auch im Sommer, ne? Gut mit zufrieden. Als nächstes verwende ich ein Serum, was ich jetzt gerade in Anwendung habe. Das ist von Yorgo B, war auch in der Box mit drin. Niacinamid Serum. Das verwende ich ja sehr gerne, weil das einfach meine Haut nochmal beruhigt und sie ein bisschen chillt und so. Und das habe ich einfach echt lieb gewonnen in letzter Zeit. Und deswegen trage ich das auch sehr gerne auf. Man braucht nicht super viel davon. Das hier ist schon fast zu viel, diese Würmchengröße, ne? Aber man sieht, dass die Konsistenz dicker ist als die Konsistenz von dem Moisturizer. Wenn ich jetzt ein Serum verwenden würde, was flüssig ist, würde ich erst das Serum verwenden und dann den Moisturizer. Aber ja, das funktioniert so ganz gut. Ach, ihr merkt, ich bin total müde, ne? Es ist halt morgens. Sammy isst seine Füße mal wieder auf. Ist gut? So süß. Der kommt übrigens nicht mit ins Badezimmer, weil er unser Badezimmer nicht mag. Weil er wird da ja ab und an geduscht und duschen ist kacke. Hm. Deswegen verbringe ich dann meinen Morgen meistens mit meinem Freund im Badezimmer. Als nächstes kommt eine Augencreme an den Start. Das ist von Glam Glow, die Bright Eyes Illuminating Anti-Fatigue Creme, also quasi gegen müde Augen. Die hatte ich mal bei Beauty Bay bestellt, weil es da irgendwie was Gratis mit dabei gab. Da sieht man, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so eine recht feste Konsistenz von der Creme. Aber die ist nicht so fest unter den Augen, ne? So schaut die aus. Die gebe ich mir einfach hier unter meine Augen, nur ein bisschen mehr. Das
habe ich hier auch noch eine Wimper im Auge. Oh. Hallo, Wimper, wo bist du? Eine sehr hartnäckige Wimper, muss ich sagen. Ja, und dann nehme ich erstmal so zwei Finger, also jeweils einen Finger und verteile das so parallel unter den Augen. Und wenn ich das schon so ein bisschen vorsichtig eingearbeitet habe, dann sage ich, ach komm, egal, ich nehme sie alle. Und gebe das dann richtig über meine Augen, verteile das dann auch, dass auf beiden Seiten gleichzeitig viel Creme ist. Auf den Augenlidern, auf den Augenbrauen, keine Ahnung warum. Auch auf den Wimpern, damit die auch ein bisschen Pflege abbekommen. Und dann auch unter den Augen und so. Also, da mache ich jetzt keinen Heckmeck von. Jetzt habe ich meine Wimper jetzt rausgefusselt. Oh, ja, muss wohl. So, genau. Dann habe ich das soweit aufgetragen und fühle mich jetzt schon so ein bisschen, ne, ein bisschen lebendiger, muss ich gestehen. Meine Haut ist wieder so ein bisschen mehr versorgt. Ich habe sie ein bisschen gestreichelt und sie hat ein bisschen Liebe bekommen. Fühlt sich sehr angenehm an. Als nächstes kommt natürlich die Creme, die ganz normale Tagescreme. Da verwende ich aktuell von Dalton die Derma Control Clear Skin Sebum Regulation Cream. Das ist die hier. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die mag ich gerne leiden. Das ist halt eine Creme, die dafür zuständig ist, dass halt auch so Unreinheiten ein bisschen vorgebeugt wird und so, ne? Und da ich einfach, ich weiß nicht, so vor anderthalb Monaten oder so, als ich angefangen habe mit der zu arbeiten, als ich dann angefangen habe, die zu nehmen, hatte ich hier ganz, ganz viel Maskne. Das war ganz schlimm und die hat mir auch wirklich gut geholfen und ich verbinde die aber, weil es gibt ja die Möglichkeit, dass man die Booster von Beauty Mates mit der Creme, die es sowieso gibt, die Hyaluron Lift oder die Hyaluron Boost Cream, dass man das damit mischt. Man kann es aber auch mit der ganz normalen Creme mischen, die man so da hat. Also das mache ich aktuell mit der hier. Das gefällt mir richtig gut und ja, du kannst auch solo aufgeben. Das ist bei Beauty Mates Produkten ja wirklich sehr, sehr in die, also flexibel, sage ich mal dazu. Koffein Wake Up hochkonzentriert, ja, so ein Booster ist dreimal so hochkonzentriert wie ein reguläres Serum. Und da hast du einen Koffein-Kupferkomplex mit drin. Oh, ich lieb's, ne? Und im Prinzip verwende ich diese beiden Produkte mit am allerliebsten in meine Pflegeroutine, weil das gibt mir jetzt nochmal den letzten Kick, um wach zu werden. Also die Creme von Dalton ist super fest, schaut so aus und da brauche ich auch nicht viel von. Gleich kommt ja auch noch Sonnencreme drauf und da nehme ich mir den Booster und der soll dafür sorgen, dass die Haut einfach wieder so ein bisschen, ne, gucken wir uns das mal ganz professionell an, sieht ein bisschen dickflüssig aus, kommt in einer Pipette und ist wirklich, wirklich geil. Das sorgt einfach dafür, dass die Haut einfach ein bisschen wacher wird und ich gebe mir immer 1, 2, 3 Tropfen damit rein und verreibt es einfach in meinen Händen, damit es beide sich schön verbindet schon mal. Und dann kommt es gleich direkt aufs Gesicht. Und was ich halt so schön finde bei den Beauty Mates Produkten, die sind vegan und tierversuchsfrei und halt vollkommen ohne Gedöns. Man kann die bedenkenlos verwenden. Und deswegen verwende ich halt auch sehr viele Produkte aus der Reihe. Wenn ihr gleich meine Abendroutine seht, dann seht ihr auch, dass ich noch den ein oder anderen weiteren Booster verwende, beziehungsweise auch die Creme, die ich super gerne aktuell abends verwende. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl jetzt für die Haut, ne? Mega angenehm. Und Kupfer ist ja, also Koffein ist ja dafür da, um so ein bisschen diesen Booster zu geben, diesen Wake-up-Komplex, dieses werde wach, liebes Gesicht. Ich finde, das sieht man jetzt auch so ein bisschen, ne? Also man kriegt ein bisschen mehr Strahlkraft und Lebendigkeit ins Gesicht geboostet. Und das kann ich morgens halt einfach echt gut gebrauchen. Genau, deswegen kann ich euch volle Elle empfehlen. Ich mag die Booster richtig gerne und nachher seht ihr auch noch den einen oder anderen weiteren Booster in Anwendung. Was, ne? Guckt ihr das an, das ist einfach schön. Ich mag das gerne und ja. Wenn wir dann soweit sind, dass wir da die ganze Geschichte von der regulären Pflege aufgetragen haben, trinken wir uns erstmal einen Schluck Kaffee, um noch ein bisschen wacher zu werden. Denn nicht nur von innen sollen wir wach, von außen sollen wir wach sein, sondern auch von innen. Also Kaffee Prost, Prost Kaffee, sagt meine Stiefmama aus Berlin. Die sagt immer Prost Kaffee. Das ist geil, ich lieb's. Und ja. Weil wir eigentlich noch Sommer haben. Ich meine, mein Oberteil ist es vermuten, es ist sackenkalt aktuell bei uns hier in der Gegend. Aber eigentlich haben wir ja Sommer. Das heißt, die Sonne ist an einem Stand, wo man sich noch mal ein bisschen mehr schützen sollte. Denn wenn sie rauskommt, hat sie halt richtig krasse Strahlkraft. Und deswegen verwende ich immer Sonnenschutz, also im Sommer und auch im Winter.
zu jeder Jahreszeit. Aber jetzt ist es ganz besonders wichtig. Und diesen Sonnenschutz von Dalton mag ich super gerne. Das ist einer mit Lichtschutzfaktor 50+, was ich mit meiner sehr hellen Haut echt gut brauche. Nennt sich Sun Care Prevent and Control. Das ist eine der besten Sonnencremes fürs Gesicht, die ich so bislang getestet habe. Die kannst du super als Grundlage auch unter Make-up nehmen. Die schaut von der Konsistenz her so aus. Ja, ich weiß, ich nehme jetzt ein bisschen wenig, aber ich werde mich gleich auch direkt schminken. Also im Anschluss zu diesem Video habe ich ein Schminkvideo geplant und da verwende ich auch weitere Produkte mit Lichtschutzfaktor. Normalerweise sollte man nämlich so 1 Milliliter Sonnencreme verwenden, aber ich denke, dass ich heute nicht unbedingt das Haus groß verlassen werde. Denn es ist, wo ich das Video drehe, einfach Sonntag und da ist so Chill-Tag. Vielleicht gehe ich mal mit Sammy kurz spazieren, aber ja, da bin ich auch eh im Wald. Da sieht man nicht so viel Sonne von oben scheinen. Auch auf den Augenlidern gebe ich mir den übrigens auf und unter den Augen, weil ich da ja auch der Sonne ausgesetzt bin. Dann auch so ein bisschen den Hals runter. Oh. Ich liebe diese Morgenpflegeroutine. Ich habe meinen Freundinnen auch mal so ein bisschen Produkte gegeben, um sich morgens so ein bisschen zu pflegen. Ne? Die sagen auch, oh, es ist so angenehm, wenn man einfach morgens da vorm Spiegel steht und sich auch nochmal so ein bisschen anguckt und das Gesicht streichelt und damit so ein bisschen wacher wird. Ich finde es großartig. Genau, jetzt haben wir einmal die komplette Pflege auf meinem Gesicht aufgetragen und das gefällt mir soweit. Ne? Das sieht wirklich frischer aus, als es vorher der Fall war. Ich verwende jetzt aber noch eine Lippenpflege, denn die Lippen müssen auch gepflegt werden. Da habe ich jetzt hier aktuell von Sephora ein Watermelon Lip Balm. Das ist dieser hier. Den hatte ich mal irgendwo im Adventskalender oder so mit dabei. Watermelon. Der ist auch leicht eingefärbt, aber hält sich in Grenzen. Ist nicht der beste und nicht der schlechteste Lippenbalsam, den ich so habe. Ist okay, ne? Ewigkeiten hält er auch nicht. Also ich würde sagen, so nach einer Stunde sollte ich dann schon nachlegen, wenn ich dann wieder Bock drauf habe, meine Lippen zu pflegen. Und das aktuelle Parfum, was ich für übertags in Anwendung habe, ist von Michalski, das Sunshine. Das ist so mein Sommerduft 2021, würde ich einfach dazu sagen. Der ist auch schon, na, sieht man, ganz gut geleert. Ich finde den sehr angenehm und sehr leicht. Ich gebe mir den wirklich an viele Stellen meines Körpers auf. Manchmal mache ich auch so. Genau. Und dann bin ich eigentlich ready to go und fühle mich frisch für den Tag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann heute Abend nochmal wieder. Guten Abend! Nachdem ich eben meine Morgenroutine gedreht habe, habe ich mich dann auch geschminkt und so weiter. Habe da auch einen Look auf Insta von gemacht. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, mach das sehr gerne. Ich heiße Agi Duaik P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da habe ich auch ein Close-up von diesem Look geschminkt. Da habe ich nämlich auch einen Post gemacht zu der lieben Like Daisy in Spring bzw. zu ihren Amazing-Kursen. Falls ihr dort noch nicht vorbeigeschaut haben solltet, holt das einfach sehr gerne einmal nach. So, bevor ich duschen gehe, schminke ich mich natürlich ab und ich werde euch jetzt natürlich nicht alles hier zeigen können, weil ich meine Dusche nicht kurzfristig hier hinholen kann. Was ich gleich noch machen werde, ist, dass ich meine Pinsel noch wasche, die ich halt zum Beispiel jetzt so gerade für diesen Look verwendet habe. Mache ich jeden Abend, also immer wenn ich quasi kurz bevor ich duschen gehe, wasche ich meine Pinsel. Das gehört auch so ein Stück weit zu meiner Abendroutine dazu. Und ich habe einen ordentlichen Full-Face-Look drauf. Ich habe auch den 24-Hours-Brow-Setter auf meinen Augenbrauen, sodass das Ganze auch gut gehalten hat. Ich habe richtig viel Setting-Spray drauf. Ich habe mir eine Cut-Crease gezogen. Ich habe mehrere Schichten Mascara drauf. Das Einzige, was ich gerade nicht drauf habe, ist ein Lippenprodukt, weil ich eben noch einen Flammkuchen gegessen habe, den ich gemacht habe. Aber um das Ganze erstmal runterzunehmen, verwende ich ein Produkt von Ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade noch die Küche sauber gemacht habe. Egal. Das ist The Calm Balm. Ich mag Yepoda. Das ist eine deutsche Firma. Und die haben sich so an dieser koreanischen Kosmetik orientiert und dementsprechend Pflegeserien rausgebracht. Und The Calm Balm ist so, ich glaube, das erste Produkt mit dem The Bubble Double von denen gewesen. Man sieht, das ist ein fester Reinigungsbalsam. Und den gibt man sich ganz einfach auf, indem man den Spatel nimmt, der da mit bei war. Das ist ja schon relativ leer, deswegen wurde es auch Zeit, dass ich dieses Video drehe. Damit ich den auch noch so hier im Video schön mit zeigen kann. Ich weiß nicht, ob mein Code Claudi30 noch gültig ist, damit ihr 30% auf den Online-Shop bekommt. Müssen wir mal schauen. Ich schreibe es euch aber auch nochmal unten in die Infobox, weil Yepoda weiß gerade nichts davon, dass ich ein Video zu denen drehe.
dass ich die erwähne. Und genau, dann frage ich die einfach, ob die den wieder aktivieren können. Und das ist halt so ein festes Produkt. Und das ist halt auch wieder was, ne? Du hast da keine Rotzepampe drin und so weiter. Und ich mag das. Das wärme ich einfach so zwischen meinen Fingern so an. Normalerweise mache ich das halt kurz, bevor ich in die Dusche gehe und wasche mir das dann direkt unter der Dusche runter. Ich habe mir jetzt aber hier ein Schälchen mit Wasser wieder aufgefüllt. Und wenn das Ganze jetzt so ist, wie es ist, muss ich mir kurz das Kram hier hinstellen und mein Handtuch rübernehmen, weil ich gleich wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen kann. Und ja, dann nehme ich einfach meine Finger, halte die immer kurz auf meinen Augen, weil da ist ja im Prinzip immer das hartnäckigste Make-up runterzunehmen und immer bei den Wimpern von oben nach unten streichen, also immer von den Wurzeln weg. Das ist so die schonendste Reinigung für die. Und ja, dann fange ich so langsam an, über das komplette Gesicht zu reiben und mit dem Balsam entsprechend zu verteilen. Man kann natürlich auch die Wimpern aufmachen, die Wimpern vor allem die Augen aufmachen und zwischendurch mal so ein bisschen gucken, weil das Produkt an sich brennt nicht in den Augen. Wenn was in den Augen brennen sollte, dann ist es quasi von dem Make-up, was dann sich ja gelöst hat und dann ins Auge reinkommt, ne? Aber der Kornbaum hat keine irgendwas brennenden Inhaltsstoffe. Würde euch das mal interessieren, dass ich ein komplettes Video über wie bekommt man wunderschöne Wimpern mache? Weiß ich nicht. Ich feuchte mir jetzt die Fingerspitzen noch ein bisschen hier an, damit ich... Sieht jetzt auch scharf aus, ne? Ja, je länger das Produkt drauf ist, desto mehr wirkt es natürlich. Dann emulgiere ich das Ganze. Das heißt, den Balsam, der drauf ist, bringe ich in Verbindung mit dem Wasser. Normalerweise würde ich jetzt so, wie ich bin, unter die Dusche gehen und mir das abwaschen. Aber ich kann jetzt nicht mit Augen zu durchs ganze Haus laufen, das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich mir hier einen Waschi hingeholt, den ich jetzt hier kurz mal nass mache, damit ich einfach mir das Produkt vom Gesicht runternehmen kann. Ja, es ist ziemlich unpersönlich, wenn ich hier sitze mit geschlossenen Augen und euch nicht angucke, aber so ist irgendwie, es geht, ne? Und dann gehe ich mit dem Kram hier so drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag habe, wo ich sage, ah Mensch, komm, bin so müde, kein Bock zu duschen, dann mache ich mir halt auch auf diese Art und Weise einfach mein Make-up runter. Einfach mit dem Kornbaum und einem Waschi und Wasser. Nichts Wildes. Und ich mache das Ganze wirklich immer relativ langsam und vorsichtig. Ich bin kein Fan davon, so wusch, wusch, alles schnell, schnell, weil ich diese ganze Pflegeroutine auch immer ziemlich genieße. Auch das Abschminken genieße ich immer. Und dann bin ich halt auch sanfter zu meiner Haut. Das ist bei sensibler Haut halt echt wichtig. Und so, das, oh, das ist angenehm. Dass du quasi unter die Augen gehst und dann die Wimpern zumachst. Und dann gehst du von unten nochmal durch die Wimpern durch. So wie man halt seine Wimpern tuscht. Ich habe jetzt natürlich kein super sauberes Wasser hier vor mir stehen. Egal. Weil ich wollte jetzt noch das machen, weil ich mache immer Double Cleansing, was ich dann unter der Dusche mache. Nämlich, dass ich mir noch mein Reinigungsgedönsen für mein Gesicht generell nehme. Und da habe ich von Foamy, habe ich im Rahmen des Influencer-Kalenders auf Instagram zugeschickt bekommen, diesen Gesichtsreiniger in fester Form. Den mache ich einfach nass und gehe damit über mein Gesicht. Normalerweise ist das Gesicht natürlich etwas nasser, weil, ja, ne? Unter der Dusche ist es nass. Beste Aussage des Tages. So, das muss jetzt eigentlich reichen. Oh nein, ich habe mein Handy nass gemacht. Das war so klar. Warum lege ich das auch hier hin? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt mache ich meine Hände wieder nass und schäume das im Gesicht auf. Da gehe ich auch nur ganz vorsichtig über meine Augen drüber. Aber die werden auch mitgemacht. Ja, wenn man sich einfach auf seinem eigenen Tisch nicht zurechtfindet. Hätte ich nicht da hinten auf mein Handy hingelegt, das hat super funktioniert, ne? Okay. Und dann auch mal mit dem Waschlappen. Ach Gottchen, sieht hier wieder aus wie Kraut und Rüben. Ich tropfe hier alles voll. Sammy macht auch bei der Reinigung mit. Reinigt schon mal seine Füße. Jetzt nehme ich mir mein Gesichtshandtuch. Also theoretisch, wenn ich aus der Dusche rauskomme, habe ich auch noch ein separates Gesichtshandtuch. Meine Nase juckt gerade. Und dann gehe ich in leicht streichenden und tupfenden Bewegungen über mein Gesicht. Aber ich rubbel nicht. Man
Meine Nase juckt immer noch. Ich glaube, ich habe da irgendwas reingekriegt. Aber mein Gesicht fühlt sich übrigens richtig schön an. Also das ist nicht quietschesauber oder so. Es fühlt sich irgendwie an, also spannt nicht. Ne? Das kommt aber von der festen Gesichtsreinigung tatsächlich. Und dadurch, dass ich ja auch mit dem Calm Balm relativ auch Pflege mit da drauf gegeben habe. Aber man sieht es dem Gesicht, glaube ich, auch echt an, dass es jetzt nicht irgendwie nach Feuchtigkeit schreit. Aber trotzdem gebe ich ihm die Feuchtigkeit. Aber erstmal muss ich duschen gehen. Frisch geduscht ist halb gewonnen. Genau. Ja, meine Haarpflegeroutine werde ich euch jetzt mal nicht mit abfilmen. Das könnt ihr hier oben im E-Mail nachschauen. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Als allerersten Schritt, nachdem ich duschen war, verwende ich mein Rosens Rosenwasser wieder. Genau, einfach meinen Toner, um nochmal so ein bisschen mich zu freshen. Dafür nehme ich ein wiederverwendbares Wattepad. Ist das nicht unheimlich süß? Ja, ne? Das habe ich mal geschenkt bekommen von der lieben Judith, beziehungsweise von Marion und Judith. Und damit gehe ich jetzt auch wieder ganz entspannt in tupfenden Bewegungen über mein Gesicht. Der letzte Stain vom Lidschatten ist übrigens jetzt unter der Dusche eigentlich ganz gut weggegangen, um das mal so zu sagen. Aber das war schon fest in der Haut drin. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die nächsten Tage mit rosa Augen durch die Gegend laufe. Ja, wäre fancy gewesen. Abends verwende ich gerne Masken, Ampullen oder sowas, ne? Und da ich jetzt aktuell im August meine ganzen Pöttchenmasken verwende, habe ich hier auch eine Pöttchenmaske stehen, die ich gleich machen werde. Ich mache mir aber immer so unter den Augen auch was drauf. Ich habe zwar von Mud Maski auch so ein Gedönsen, aber das ist eigentlich eher so für mal eben kurz, ne? Und das mache ich auch nicht jeden Tag. Ich habe aber jetzt letztens von der lieben Yvonne im Paket diese Augenpatches von Valea mit drin gehabt. Und wenn ich sowas da habe, dann verwende ich das auch. Die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser, die schauen einmal so aus und die lässt man einfach 15 bis 20 Minuten drauf. Und hier habe ich jetzt die Maske, die ich gerne auftragen möchte. Das ist von Dalton, die Face Care Magical Effect Beauty Mask. Die habe ich schon ein paar Mal verwendet und die machst du dir ein bis zweimal wöchentlich drauf. Und die muss nur 5 bis 10 Minuten drauf bleiben. Das ist super easy. Das ist eine sehr dicke, weiße Geschichte und die trage ich mir mit einem Pinselchen auf. Das ist jetzt einer von Yepoda. Der war nämlich auch in dem Set dabei, weil es auch eine Maske von Yepoda gibt. Okay, jetzt kommt meine Kamera nicht damit klar. Also das ist eine Maske, die den Hautton, die Haut an sich, halt richtig belebt. Das heißt, man merkt halt auch wirklich so ein kühlendes Gefühl, sage ich mal, auf der Haut, was sich echt angenehm anfühlt. Und ja, das Ganze lasse ich jetzt drauf, während ich mich eincreme, also meinen Körper eincreme. Und dann wasche ich das nachher runter, nehme auch die Augenpatches runter. Und ja, den Pinsel muss ich gleich noch abwaschen. Aber ich habe noch was ich jetzt mit euch zusammen machen möchte, bevor ich jetzt meinen restlichen Körper eincreme tatsächlich. Und zwar gibt es von Beauty Mates, Claudies Welt, denkt an meinen Code, auch den Selbstbräuner Booster. Ja, ihr seht, ich kann ihn jetzt gerade leider nicht im Gesicht verwenden. Das ist einer mit DHA und Vitamin E. Also du hast halt auch wirklich pflegende Inhaltsstoffe drin. Das ist ein Produkt, was nicht nach Selbstbräuner stinkt oder riecht. Es macht keinen orangenen Schleier auf der Haut, sondern es macht halt sukzessive so einen ganz, ganz leichten Bräunungseffekt. Und das ist auch wirklich eine ganz angenehme Bräune, die sehr gleichmäßig ist. Das ist ein kleiner Beauty-Hack von mir. Ich verwende den unfassbar gerne auf meinen Beinen, weil an meinen Beinen werde ich einfach nicht braun. Ich kann die in die Sonne halten, wie ich möchte, da passiert einfach nichts. Wow. Und ich sehe echt ziemlich aus wie eine, ich mache jetzt ein Spa-Day, ne? Krass. Aber gut, ja. Und deswegen nehme ich mir den Selbstbräuner Booster, nehme hier meine Body Lotion, das ist von Naobei, die Orange Vitamin C 2 Body Milk, keine Ahnung, das ist die hier, die habe ich einfach aktuell in Anwendung, die war in einer Goodie Box mit drin. Dann gebe ich mir ein bisschen was einfach auf meine Hand an Body Lotion, das ist dann ungefähr so viel und ich verwende echt nicht viel von dem Selbstbräuner Booster. Krankenwagen. Ich sag mal so, alle 2-3 Tage nehme ich mir 2 Tropfen pro Bein komplett, ne? Also nicht zu sehr eskalieren hier. Oha, genau. Ich dachte gerade, das wäre schon fast leer, weil da gerade gar nicht mehr so viel in die Pipette kam. Und ja, dann habe ich das hier und das ist halt wieder diese Mix-Methode, die ich einfach so liebe, ne? Du nimmst dir einfach deine Bodylotion, du nimmst den Selbstbräuner-Booster, du mixst dir das Ganze in der Hand, auf jeden Fall nachher übrigens Hände peelen und waschen, ne? Also das kann ich nur empfehlen, weil sonst habt ihr irgendwann mitgebräunte Hände. Das sieht dann nicht so fein aus. Und dann nehme ich ein Bein. Sieht man das Bein? Man sieht es nicht. Das ist ja großartig.
man nimmt das Bein und dann gehe ich da einfach so drüber. Und da muss ich auch gar nicht so ultra vorsichtig sein, weil das wird wohl funktionieren. Also das, okay, man sieht es Gott sei Dank nicht. das ist halt ebenmäßig dann, ne? Und das reicht halt wirklich für meinen Unterschenkel. Dicke, das ist überhaupt kein Problem. Und was ich dann ganz gerne mache, dass ich hier so mit meiner Hand noch in meine Socke reingehe, dass ich quasi auf meinem Fuß auch ein bisschen mitgebräunt aussehe. Seht ihr meinen Fuß? Oh mein Gott. Und dann ist es nämlich nicht so abgehackt. So, tada! Man muss übrigens nicht unbedingt vorher seine Beine peelen oder so. Auch nicht unbedingt rasieren. Das, also wirklich, ne? Da ich das alle 2-3 Tage ungefähr sowieso mache. Ich peele oder rasiere mir nicht alle 2-3 Tage meine Beine, muss ich gestehen. Gut, im Sommer rasiere ich mir schon jeden Tag. Jeden zweiten. Vielleicht. Bei den Knien auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, weil Knie auch eher rauere Haut haben und da dann einfach etwas mehr die Bräunung annehmen könnten. Dementsprechend kann es kommen, dass, wenn ihr da nicht aufpasst, dass man fleckige Knie bekommt, aber man sieht, es geht bei mir wirklich, ne? Hält sich echt in Grenzen. So, jetzt creme ich mir meinen kompletten Körper noch ein, das mache ich aber off camera, und peele meine Hände, wasche mein Gesicht ab und dann bin ich wieder da. Schaut euch mal das Ergebnis an. Also das kann sich echt sehen lassen, finde ich, ne? Also ganz toll nach der Maske, ich habe kein Spannen auf der Haut oder so und es fühlt sich gepflegt an, die Haut ist schön weich und ich mag das tatsächlich und ich verwende die Maske auch einfach richtig gerne. Als nächstes verwende ich den AHA Glow Booster. Das ist dieser hier, der ist einfach klasse. Ich finde, der macht einen richtig schönen, strahlenden Ton und der macht das Hautbild auch generell ruhiger, langfristig gesehen, ne? Richtig klasse. Wir haben hier drin AHA, BHA, das ist hochkonzentriert und auch hier wieder dreimal so hochkonzentriert wie ein normales Serum. Und das gebe ich mir, wenn ich mir nachher den Selbstbräuner aufgebe, tatsächlich sogar pur aufs Gesicht, also einfach 3 Tropfen in die Hand. Und dann einmal übers Gesicht. Ich glaube, das nennt sich dann Peel and Glow Set oder sowas in der Art. Das weiß ich gar nicht. Hat sogar einen richtigen Namen. Also man kann die Produkte, quasi den AHA Glow Booster, den Selbstbräuner Booster und auch die Creme zusammen im Set kaufen. Und die Creme nehme ich mir jetzt auch. Da habe ich aktuell in Anwendung die Hyaluron Cream Boost. Das ist die für normale Haut. Die gibt es auch noch für trockene Haut. Und das ist dann die Hyaluron Cream Lift. Aber jetzt im Sommer verwende ich gerne die hier und schmeiße erstmal den Deckel weg. Die hat eine sehr fluffige, leichte Konsistenz, so weiß. Und dann nehme ich mir ein bisschen was von in meine Hand, einfach so ein bisschen, gebe das hier in meine Handinnenfläche. Und natürlich habe ich mir eben die Hände nicht gepeelt, weil ich wusste, dass ich jetzt mein Gesicht auch noch mit dem Selbstbräuner Booster behandeln werde. Da verwende ich aber tatsächlich gar nicht so viel. Also fürs Gesicht mache ich alle 2 Tage nur 1 Tropfen. Mehr nicht, weil ich bin halt super hell. Und dann kannst du selber so dosieren, wie du es brauchst, ne? Und in dieser Creme hat man drin, ist da noch Shea-Butter mit drin. Auf jeden Fall ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe und halt auch, wie bei allen anderen Produkten auch, kein Rampampam. Nur das, was wirklich die Haut braucht. Und das ist auch einfach klasse, finde ich. Und das gebe ich mir jetzt übers ganze Gesicht, auch auf die Augen, damit das gleichmäßig aufgetragen ist. Auch auf den Hals. Au. Und dann hat man so ein, also das nach 2 Stunden, ne, kommt dann so ein leichter, sonnengebräunter Ton raus. Und dann hat man so eine schöne, leichte, ganz, ganz leichte Bräune wirklich, die aber sehr natürlich und gleichmäßig ist. Und falls ihr euch immer noch nicht entscheiden könnt, weil ich habe ja schon jetzt 3 Produkte gezeigt, nee, 4 tatsächlich mit der Morgenroutine, ne, von Beauty Mates, dann schaut einfach mal bei der Hautanalyse vorbei und auch beim Set-Konfigurator, da sind alle Produkte auch nochmal aufgeführt. Unten in der Infobox ist alles verlinkt und mit dem Code ClaudiesWelt sparst du 20% Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Genau, so, dann sind wir jetzt auch mit dem Ton fertig. Der Ton strahlt und sieht gesund aus. Ich mag das einfach. Wir haben hier übrigens auch keine Parfümstoffe oder sowas drin. Das heißt, ich rieche jetzt auch nicht wie eine halbe Parfümerie oder sowas. Finde ich sehr, sehr angenehm. Und als nächstes verwende ich etwas für die Augen. Da habe ich eine Augencreme von Lovely. Die habe ich mal von Marion im Trash-Paket gehabt. Und die brauche ich jetzt aktuell ganz einfach auf. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch zu kaufen gibt in der Drogerie. Gab es, glaube ich, bei DM eine ganze Zeit. Nämlich so eine kleine Menge,
quatsch das zwischen meinen beiden Fingern, gebe das einfach unter meine Augen und auch auf meine Augen. Zieht ruckzuck ein bei mir doch. Ja, wundervoll, ne? Also das ist, ich sehe echt gepflegt gerade aus. Das gefällt mir gerade. Zwischenzeitlich verwende ich einfach ein Deo. Das habe ich von der lieben Alina Jasmin mal geschenkt gekriegt. Im Tauschpaket von Bipa Be Good. Natürlicher, erfrischender Deo Roll-On. Das ist dieser hier. Und ja, ne, abends verwende ich gerne Deo-Cremes oder halt Deo-Roller. Und dann kommt das unter die Achseln. Die sind übrigens frisch rasiert und es brennt nicht. Das ist schon mal positiv. Ich glaube, das hat, ich weiß gar nicht, zertifizierte Naturkosmetik. Ich weiß nicht, ob da Alkohol drin ist. Es brennt auf jeden Fall nicht. Dann kommt eine Lippenpflege zum Einsatz. Das ist Dreamy Winter Vanilla Lip Balm. Den habe ich, ich glaube, von Margret mal bekommen. Der ist jetzt auch schon so relativ in seinen letzten Zügen. Ich finde den ganz süß, auch wenn ich nicht so gerne auf solche Pöttchen stehe. Aber hier oben habe ich noch ein bisschen was drin. Das wird jetzt noch aufgebraucht. Und ich finde, der pflegt schon ziemlich gut. Gebe ich mir recht großzügig einfach auf. Die letzten beiden Produkte aus meiner Abendroutine grenzen fast schon an dekorative Kosmetik, denn sie sind die Vorbereitung für dekorative Kosmetik. Und zwar sind das die Produkte von Grande Cosmetics. Da habe ich einmal das Grande Lash. Ja, das Grande Lash MD und das Grande Brow. Also quasi trage ich meistens erst das Wimpernserum auf. Dafür verwende ich selbstverständlich von Maxime Giacomo, also von Giacomo Cosmetics, den Handspiegel. Naja, um ehrlich zu sein, normalerweise hänge ich ziemlich nah einfach vor meinem Badezimmerspiegel. Und das gebe ich mir einfach hier oben an meinen Wimpernkranz, wie so ein Eyeliner ohne Wing halt, ne? Und mit meinem Code CLAUDISWELT15 kannst du bei Purish 15% sparen. Auch da habe ich einen Affiliate-Rabattcode. Und ich muss einfach sagen, dass diese beiden Schätzeleins, so teuer sie auch sein mögen, ne? Das Augenbrauenserum und das Wimpernserum, die sind nicht günstig, dass ich damit halt echt ein gutes Ergebnis bekomme. Also meine Augenbrauen sind echt krass dadurch gewachsen. Meine Wimpern sowieso, die sind explodiert nahezu. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich mag es einfach. Ach so, ich habe euch die Applikatoren gar nicht gezeigt. Also bei dem Wimpernserum ganz fein und bei dem Augenbrauenserum ein bisschen dicker. Und ja, damit gehe ich dann einfach so grob durch meine Augenbrauen. Und das hält beides halt auch recht lang. Also da habe ich lange was von, ich weiß nicht, ein halbes Jahr ungefähr halten die Serien. Und ich trage das wirklich jeden Abend auf. Alle beide. Und es gehört zu meiner Routine mit dazu. Es gefällt mir. Und das Ergebnis spricht für sich, finde ich. Und ja, das war meine Morgenroutine und auch meine Abendroutine. Ja, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. So mache ich mich immer schick. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, weiß ich noch nicht so genau, Style & Talk Videos vielleicht. Oder Hauls. Mal gucken, welche Playlist da hinkommt. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!